Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und zum Clean Code, dem allerletzten Video in dieser Playlist. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen und ja, wir werden uns heute nochmal mit dem sogenannten Refactoring beschäftigen. Refactoring bezeichnet das Ändern von Code, das heißt das Verbessern von Code. Klar, man macht selten was schlechter. Und da kommen wir auch schon zu dem ersten Prinzip in diesem Prinzip Refactoring drin. Und zwar der Pfadfinderregel. Man möchte den Code immer sauberer verlassen, als man ihn vorgefunden hat. Oder wie Oma so schön gesagt hat, wenn sie stinkt, wechsel sie. Oma hat über Windeln geredet. Man kann es selber auch über Code sagen, nur dass man nicht sie verwenden würde. Genau. Also so ist zumindest die Devise. Jetzt gibt es ein paar, zumindest Regeln, wenn man refactort. Oder Richtlinien, wenn man es eher möchte. Und zwar, was man immer beachten sollte, ich mache jetzt mal das Zitat von Oma weg, Function A, jetzt haben wir hier irgendwie eine Funktion A und die ist von mir aus auch public. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig beim Refactoren, dass ihr, wenn ihr die Funktion von außen aufruft, dass sich daran nichts ändert, denn sonst müsst ihr diesen Funktionsaufruf an A immer anpassen und das ist wirklich ein Problem. Das heißt, was man hier nicht machen kann, ist, man kann nicht einfach sagen, ich brauche jetzt einen neuen Parameter. Man kann auch nicht sagen, ich gebe jetzt, wenn es vorher irgendwie ein Void zurückgegeben hat, plötzlich ein Integer zurück. Oder wenn es vorher ein Integer zurückgegeben hat, gebe ich auf einmal ein Void zurück. Das geht nicht. Also nach außen sollte sich die Methode nach dem Refactoren genau gleich verhalten wie davor. Sonst holt ihr euch so viel Chaos ins Boot, das wollt ihr absolut nicht haben. Denn ja, dann müsst ihr wirklich alles anpassen, jeden einzelnen Aufruf für A. Was könnte ich denn jetzt hier zum Beispiel machen, wenn ich jetzt A zusätzliche Parameter geben möchte? Naja, dann sage ich einfach, ich rufe hier drin A2 auf und setze hier einen Default-Parameter. Das heißt, oder ich mache es einfach hier direkt mit Default-Parametern. Ja, das wäre sogar noch einfacher, fällt mir gerade so auf. Das heißt, wir sagen hier, wir können einen Parameter angeben, aber wenn wir ihn nicht angeben, ist er eben 42. Und ansonsten, also quasi ein Default-Wert. Es funktioniert immer noch alles super gut, aber wenn halt der Parameter auf was anderes gesetzt wird, dann können wir hier noch mehr machen. Ja, und das ist dann auch ein sicheres Verhalten, das heißt, wenn man hier den Parameter nicht angibt, sprich in eurem kompletten alten Code, wo ja nirgendwo ein Parameter gefordert war, dann ist alles immer noch in Ordnung, aber wenn man jetzt einen neuen Parameter angibt, dann ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr Funktionalität dann drin. Sehr, sehr häufig werden auch beim Refactoring neue Klassen erstellt, neue Methoden erstellt, dann vielleicht auch Sachen einfach ausgelagert, solche Sachen oder vielleicht auch interne Klassen neu erstellt, neue Private-Methoden, all das funktioniert wunderbar, aber man sollte sich auch immer dran orientieren, nur mit Testfällen sollte man refactoren. Das heißt, man sollte wirklich, wenn jetzt hier zum Beispiel für die Methode A kein Testfall existiert, dann darf man die Methode A nicht anfassen. Erst den Testfall schreiben, dann die Methode A anfassen. Warum ist das so? Ich will meinen Code nicht kaputt machen, der vorher funktioniert hat. Das heißt, ich muss schauen, hat mein Testfall vorher funktioniert für die Methode A oder für die Funktion in dem Fall jetzt A? Und wenn er davor funktioniert hat, ich refactor und danach funktioniert er nicht mehr, dann habe ich offensichtlich was falsch gemacht, sprich ich kann es wieder Notfall rückgängig machen. Aber habe ich keinen Testfall für die Funktion A und ich ändere und danach funktioniert es nicht mehr, dann habe ich ein riesiges Problem, denn das fällt nicht auf. Ja, das ist die allerwichtigste Regel beim Refactoren, immer Testfälle. Und jetzt möchte ich euch vielleicht noch kurz so ein bisschen Ideen geben, was oder wann man refactoren sollte. Da gibt es ein paar, Guidelines sozusagen. Wenn wir hier eine sehr, sehr lange Methode haben, ich schreibe jetzt einfach mal long hin, das heißt, wir haben hier haufenweise verschiedenen Code oder sowas, dann benutzen wir, wie schon im Single Level of Abstraction, im letzten Video war das, haben wir schon gesagt, okay, wir können verschiedene Abstraktionsebenen machen, dann sollten wir diese Methode definitiv refactoren. Dann, wenn wir doppelten Code haben wir auch schon gehabt. Also Copy-Paste. Dann müssen wir auch refactoren. Das ist ganz klar. Solche Copy-Paste-Sachen, nie gut. Dann Feature-Envy nennt sich das nächste. Feature-Envy. Auf Englisch natürlich wieder mal. Hatten wir auch eigentlich schon. Und zwar diese Chains waren das. Und zwar sowas wie get a. get b. Punkt, bla bla bla. Wir sind sozusagen neidisch auf die, also hier ist jetzt irgendein Attribut, ATTR1. Wir sind als Objekt A neidisch auf die Objekte oder auf die Attribute von B. Das heißt, wir greifen immer auf B zu und dann auf
das, auf das Objekt. Das sollte man nie haben. Dann sollte man auch sich überlegen, ob man das Ganze nicht irgendwie refactoren kann. Dann eine sogenannte Data Class. Data Class. Achso, zu dem Feature Envy, da hatten wir schon gesagt, dann sollte man eben diese Methode extrahieren und B als Methode zur Verfügung geben, also ein Teil zumindest, die Berechnung oder sowas, dass man dann einfach nur noch auf, beziehungsweise nicht in B, sondern dass man hier einfach dann sagen kann, ich brauche nur noch einen Funktionsaufruf und dann habe ich das Ganze. Das heißt, ich greife nicht auf get A, greife ich immer noch zu, aber nicht auf get B.Attribut, sondern eben auf irgendwas in der Klasse A, was dann eben Attribut 1 auch wieder verarbeitet, so wie wir es hier eben bräuchten. Dann die Data Class. Data Classes sind sogenannte Klassen, die eigentlich nur Daten zusammenhalten, also einfach nur haufenweise Informationen, aber keine Funktionalität drin steckt. Das sollte man auch vermeiden. Und vielleicht mehrere Klassen draus machen, die dann auch noch irgendwelche Funktionalitäten tatsächlich brauchen. Also normalerweise hat man nie nur Daten. Man braucht immer irgendwas, was diese Daten auch verarbeitet. Und klar, man sollte dann auch mit Gettern und Settern arbeiten, beziehungsweise für Read-Only, also wenn man es nur lesen darf, natürlich nur mit Gettern und mit Settern eben nicht. So, das waren jetzt die einfachen Dinger. Jetzt kommt sowas wie eine Gott-Klasse. Gott-Klasse. Die Gott-Klasse ist eine Klasse, die viel zu viel auf einmal kann. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, wir hatten es schon mal an einem Beispiel, hatten wir eigentlich alles auch schon. Wir hatten schon an einem Beispiel, dass man eben hier, man kann sich verbinden und man kann Daten schicken und dann kann man vielleicht die Daten auch noch verarbeiten und dann kann man mit den Daten auch noch irgendwelche coolen Ausgaben machen. Das sollte man auslagern. Das heißt, wenn wir hier verbinden haben, wir haben schicken, wir haben verarbeiten, und wir haben Speichern, alles in nur einer einzigen Klasse. Dann machen wir das einfach jedes in seiner eigenen Klasse. Das heißt, verbinden in eine Klasse auslagern, schicken in eine Klasse auslagern, verarbeiten in eine auslagern und speichern in eine auslagern. Es gibt, wie gesagt, oder wie wir auch noch sehen werden hier, es gibt Ausnahmen für diese Gott-Klasse. Es gibt für alles eigentlich Ausnahmen. Es ist auch nur eine Richtlinie, aber wir hatten das eigentlich auch schon. Deswegen brauche ich da gar nicht so lange drauf eingehen. Okay. Wann sollte man auf jeden Fall immer refactoren? Wenn ihr irgendwann mal euren eigenen Code lest und ihr merkt, ihr habt keine Ahnung, was das ganze Ding machen will oder überhaupt macht, dann refactort das ganze Ding. Das heißt, ihr müsst euch natürlich erstmal wieder richtig einlesen, das dauert das erste Mal, aber ihr müsst euch kein zweites Mal mehr richtig einlesen, denn ihr könnt es ja direkt refactoren und dann habt ihr wieder eine ordentliche Klasse in der Hand, mit der könnt ihr auch arbeiten. Das heißt, irgendwie immer, wenn man das Gefühl hatte, da fehlt jetzt ein Kommentar, dann sollte man auch irgendwas mit dieser Klasse machen. Das ist relativ häufig der Fall. Man sollte eigentlich immer so refactoren, dass Kommentare möglichst am Ende komplett überflüssig sind, außer natürlich solche Explaining. Wir hatten das Ganze mit den Kommentaren auch schon. Aber wenn ihr irgendwie mal einen Kommentar oder sowas vermisst, dann ist das meistens auch ein Hinweis. Hier sollte man mal den Code überarbeiten. So, jetzt noch eine kleine Warnung, was das Refactoren an sich angeht. Und zwar, wenn wir hier refactoren, dann kann es mal sein, dass die Performance erstmal langsamer wird, weil wir zum Beispiel einen Algorithmus irgendwie sehr, sehr viele Funktionsaufrufe haben. Das heißt, statt alles in einer Methode zu machen, machen wir es plötzlich in mehreren Untermethoden, wie wir im Single Level of Abstraction schon uns damit befasst hatten. Das kann natürlich zur Ausführung haben, dass wir irgendwie das, nein, nicht das Fünffache, aber auf jeden Fall vielleicht das 1, irgendwasfache an Zeit brauchen. Und das ist auch in Ordnung. Damit kann man normalerweise leben, wenn der Code danach wirklich ordentlicher ist. Und man sollte zuerst refactoren und dann die Performance tunen. Also erst refactoren, damit der Code ordentlich ist. Und danach kann man sich darum kümmern, dass der Code wirklich schnell ist. Gut, so ist zumindest die Theorie. Ja, und das ist es jetzt tatsächlich auch von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wir hören uns dann wieder, wenn es mehr in Softwareentwicklung reingeht. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch hier was mitnehmen konntet, dass euch sogar auch der Clean Code gefallen hat. Ich weiß, es war eine relativ anspruchslose Serie in dem Fall. Ihr kennt meine anderen Serien wahrscheinlich auch. Die sind alle ein bisschen heftiger. Oder nicht alle, aber einige sind ein bisschen heftiger. Ich hoffe aber, dass ihr trotzdem diese Guidelines zumindest ein bisschen euch versucht zu Herzen zu nehmen und dann vielleicht euch auch effizienter mit euren Programmen befassen könnt. So, wundervoll. Dann hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao.